Hi, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen heute 10 Tipps für den erfolgreichen Aufbau einer Online-Präsenz und zwar vor allem für Mütter. Also wenn du Bock hast, dann bleib gerne da. 10 Tipps für dich. Wie genau kriegen wir das eigentlich hin? Online ist vor allem das Thema, dass wir für stets und ständig 24/7 Sachen zu tun haben. Wir könnten so viel mehr machen, als wir dann tatsächlich schaffen, umzusetzen. Ich kann dich beruhigen. Alle Kanäle, die du wahrscheinlich bewunderst und denkst, oh Gott, wie machen die das? Die haben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Team im Hintergrund. Deswegen, aber ich habe trotzdem natürlich ein paar Punkte zusammengesammelt, die du als Mama ganz gut umsetzen kannst und die dir wahrscheinlich den Alltag erleichtern. Also, erstens, finde smarte Wege zu arbeiten. Das ist der wichtigste Punkt. Es geht darum, den Fokus zu halten. Es geht darum, seine Arbeitskraft nicht zu verschwenden und vor allem eben nur die wirklich zielführenden Dinge zu tun. Also eben nicht alles zu machen, sondern zu entscheiden, okay, was davon dient mir und dem Ergebnis tatsächlich und was davon wäre so nice to have, weil das irgendwie gerade alle machen. Punkt 2. Entscheide dich für eine Zielgruppe. Das ist was, was ich immer wieder beobachte, dass wir versuchen, in unserer Business-Idee das irgendwie allen recht zu machen und immer alles gleichzeitig versuchen umzusetzen und für jeden sozusagen die Extrawurst braten, okay? Und das ist was ich dir nicht empfehle, weil das einfach vor allem Ressourcen kostet und zwar für dich. Also entscheide dich für eine Zielgruppe, für ein Angebot, das, was du machen möchtest und darauf fokussierst du dich. Damit wirst du am schnellsten und vor allem am effektivsten zum Ziel kommen. Punkt 3 und das schließt direkt an, fokussiere dich auf Ergebnisse, nicht auf To-Dos. Diese Sache beobachte ich immer wieder, vor allem wenn es um den Wechsel geht von Angestellten zu Selbstständigen. Wir wollen so gerne eine leere To-Do-Liste haben, weil wir das so cool finden und weil wir das natürlich auch aus dem Angestellten-Dasein kennen. Problem ist nur, Selbstständige haben nie eine leere To-Do-Liste. Es stresst richtig ab. Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass wir Ergebnisse produzieren und dass wir vor allem uns auf Ergebnisse fokussieren, weil nur das Ergebnis zählt. Es kommt niemand im Vergleich zum Angestellten-Dasein und klatscht, wenn deine To-Do-Liste erledigt ist. Es interessiert niemanden. Und das ist so ein Punkt, also fokussiere dich auf die Ergebnisse. Schreib dir am besten am Anfang der Woche direkt 5 Sachen auf, wo du sagst, die möchte ich am Ende der Woche erledigt haben. 5 Dinge und alle anderen To-Dos werden entsprechend untergeordnet mit der Frage, zahlen sie auf das Ergebnis ein, ja oder nein? Okay, viertens, das ist ein wichtiger Punkt, du brauchst ein Backup. Das heißt, es macht total Sinn, die Dinge in einem größeren Maßstab zu bearbeiten, so dass du irgendwie immer Möglichkeiten hast, wenn es mal nicht läuft, weil am Ende meine Kinder sind jetzt 4 und 6, ja, wir machen das jetzt schon 4 Jahre. Ich kenne das sehr gut, wie es ist, wenn die Kita anruft, wir plötzlich 2 kranke Kinder zu Hause haben, wir einfach super viele Sachen plötzlich nicht mehr machen können. Du brauchst ein Backup, also entweder in Form von Content oder in Form von sehr guter Vorplanung. Das geht in die Richtung der smarten Wege, du brauchst einen guten Arbeitsflow und einen guten Rhythmus, um tatsächlich für dich ein Backup installiert zu haben. Okay, also einfach für dein Business. Das Punkt 5, installiere Prozesse, die für dich arbeiten. Das ist so ein Thema, das geht sehr in Richtung Content Marketing und auch in Richtung Sales. Du brauchst Prozesse, die A, für dich arbeiten. Das heißt, wir haben ein hohes Maß an Automation. Es lohnt sich total, sich dort einzuarbeiten. Also du investierst lieber 2 Stunden in das Aufsetzen einer Automation, als jeden Tag 10-mal das gleiche Doing zu machen. Okay, warum? Weil das lange, das ist halt der Punkt, wir verändern die Perspektive von der To-Do-Liste auf ein langfristiges Ergebnis. Das bedeutet, du kannst Prozesse installieren, die dir heute im ersten Schritt mehr Zeit kosten, die aber langfristig dich zeitlich entlasten und damit immer wieder einzahlen. Und das ist halt eine andere Herangehensweise, darin Probleme zu fixen. Das heißt, wir wollen immer Probleme langfristig und nachhaltig lösen, sodass sie nach Möglichkeit nicht nie wieder auftreten, aber dass sie mit sehr, sehr wenig bis keinem Arbeitsaufwand zu handeln sind in Zukunft. Punkt 6, das gilt explizit für meine Mamas, setze früher auf Support als später. Das ist was, weil am Ende gibt es genau 2 Dinge, die uns fehlen, um das Business voranzutreiben. Das ist entweder Zeit oder Geld. Und ganz oft können wir an bestimmten Punkten einfach nicht mehr weiter wachsen, weil wir nicht mehr Zeit haben. Das heißt, wir sind sehr viel schneller an dem Punkt, dass wir Support ins Boot holen müssen, damit die Reise einfach weitergehen kann. Gelinde gesagt kenne ich niemanden, der eine Vollzeit-Selbstständigkeit in einer eigentlichen Teilzeitanstellung zeittechnisch auf die Reihe bekommt. Das heißt, wenn du Kinder zu Hause hast und versuchst, dein Business zu gründen, entweder als Side-Business oder als Vollzeit-Business, hast du ja als Mama, ich sitze mit euch in einem Boot, du hast ja nicht diese Vollzeitzeit. Also das ändert ja nichts daran, dass du eben nicht deine 40, 50, 60 Stunden in der Woche tatsächlich erübrigen kannst für dein Business. Das ändert ja nichts. Das heißt, du kannst diesen Hebel nur setzen, wenn du tatsächlich auf Support setzt. Das können Freelancer sein, das können Angestellte sein. Im ersten Schritt sind es wahrscheinlich Freelancer, weil es weniger Risiko für dich hat. Aber das ist relevant zu verstehen, früher
als später Support im Business zu installieren. Das lässt dich auch besser schlafen. Es ist eben nicht mehr alles von dir persönlich abhängig. Und ganz ehrlich, es gibt genug Aufgaben, die wirklich relevant sind und die trotzdem super, einen super hohen Wiederholungsgrad haben, sodass du sie sehr, sehr schnell eigentlich abgeben kannst. Das würde ich dir am Anfang, gerade für die Wachstumsphasen, wo es darum geht, das Business erstmal aufzusetzen, würde ich dir tatsächlich auch sehr, sehr schnell empfehlen. Also auch zulasten des Deckungsbeitrages im ersten Schritt. Warum? Weil dein Business dann einfach besser wachsen kann und am Ende höhere und bessere Ergebnisse produziert. Du baust es einfach stabiler. Und das ist einfach super wichtig zu verstehen. Punkt 7, jetzt kommt was Persönliches. Dankbarkeit. Du darfst sofort dankbar sein für alles, was du schon hast. Weil das ist was, was wir ganz, ganz oft vergessen, dass wir während der Fahrt schon super viele Sachen installiert haben, die sehr, sehr gut funktionieren und die sehr stabil sind. Und wir haben einfach keinen Blick mehr dafür, weil wir nicht mehr sehen, was hinter uns ist. Das heißt nicht, dass du permanent in den Rückspiegel guckst und so furchtbar dankbar dafür bist, dass du, was du alles gemacht hast. Aber es ist halt, es sind so 5%, die einfach sehr wichtig sind, immer mal wieder in dieses Gefühl zu geben, dass guck mal, was alles schon da ist, wie schön es eigentlich ist. Natürlich haben wir alle dieses Fast Forward, also dieses Vorwärtsgefühl. Natürlich ist das so. Und das ist auch wichtig fürs Unternehmertum. Aber Dankbarkeit ist am Ende der Schlüssel, der dir so ein bisschen die Ruhe und Zufriedenheit zurückgibt. Weil das ist, wenn du immer vorwärts fährst, es wird immer jemanden geben, der größer ist, der erfolgreicher ist, der die Sachen besser macht als du. Das wird immer so sein. Und da sozusagen die Ruhe und Gelassenheit und den Frieden finden zu wollen, ist quasi zum Scheitern verurteilt. Also übe dich in Dankbarkeit für das, was du schon geleistet hast, für das, was du heute hast. Okay? Das ist super, super wichtig. Punkt 8. Such dir außerfamiliären Background. Also familiären Background, das ist halt was, was manche haben, andere nicht. Ich finde das auch schwierig, das auf dem Rücken der Familie zu machen, das sage ich ganz offen. Aber es ist auch wichtig, außerfamiliären Background zu haben für die Kids. Das bedeutet, weil in der Regel nämlich auch die Kinder davon sehr, sehr partizipieren. Das heißt, du kannst einsteigen und kannst zum Beispiel Spiele-Dates verabreden, aber eben für deine eigenen Interessen gehen. Und eben wirklich, die Kinder sind oftmals dann doch groß genug, dass wir Eltern nicht mehr zwingend aufeinander hocken. Wenn ihr euch gut leiden könnt, natürlich, dann macht das. Aber es geht darum, dass du sozusagen diese Prioritäten auch erkennst und sagst, okay, mein Kind möchte gerne mit seinem Kumpel spielen oder mit seiner Freundin oder was auch immer. Und das ist auch okay und ich ermögliche das auch, aber ich nutze die Zeit halt für mich. Das heißt, du brauchst diesen außerfamiliären Background. Das bedeutet, also Corona zum Beispiel hat das sehr, sehr deutlich gezeigt, dass wir plötzlich halt tatsächlich das Dorf um uns rum brauchen, um die Kinder groß zu kriegen. Und es macht total Sinn, das zu haben. Meiner Erfahrung nach sprich das einfach mal offen an, weil ganz oft sind andere Mütter in genau derselben Situation wie du, indem sie vielleicht mal zum Sport gehen wollen, ohne sich zu entschuldigen, indem sie vielleicht mal in Ruhe Kaffee trinken wollen oder auf dem Sofa sitzen, ihr Buch lesen und es einfach sich nicht trauen, sich selber zu ermöglichen. Also sprich das einfach offen an und sag, hey, wie sieht's aus, wollen wir die Kinder heute Nachmittag zusammenpacken, dann kannst du in Ruhe mal deine Sache machen und ich vielleicht beim nächsten Mal meine Sache und dann ist alles in Ordnung. Das kann ich dir nur empfehlen, das zu installieren. Und für die Kids ist das super, weil sie einfach permanent im Austausch sind mit anderen Kindern, weil sie andere Familien kennenlernen, weil sie natürlich viel besser sehen, okay, wie ist das vielleicht auch in anderen Familien? Ja? Gibt es gute Sachen, schlechte Sachen und so weiter? Das ist total wichtig. Umso größer und umso stabiler das Netzwerk ist, umso besser für die persönliche Entwicklung auch der Kinder. Und das ist was, was ich extrem wertvoll finde, was meiner Meinung nach viel zu wenig ausgespielt wird. Ja? Punkt 9, das ist sehr wichtig. Es geht darum, eure Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Zielt vor allem ab auf alle die sehr gut in materiellen oder eben auch nicht materiellen, also auch Minimalismus ist sowas, was Materielles hat, also in Bezug zu ziehen zu materiellen Themen. Also sind wir konsumstark, konsumschwach, ja, nein, vielleicht, mit Vorsatz oder ohne. Das meine ich nicht, sondern es geht darum, tatsächlich Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, auch für dich. Also worum geht es gerade? Brauche ich einfach Ruhe oder brauche ich vielleicht auch ein Stück weit Inspiration? Ja, also wenn jemand Motivationsprobleme beispielsweise hat, dann ist das Problem meistens nicht Motivation, sondern dass wir einfach uninspiriert sind und ein Stück weit gelangweilt sind im Geist von unserem Alltag. Das ist eher das Thema. Und deswegen ist es wichtig, diese Bedürfnisse dahinter zu erkennen und eben nicht andere Sachen oben drüber zu legen. Zum Beispiel, wenn du als Mama deine Kinder beobachtest und deine Kinder permanent neue Spielzeugwünsche haben zum Beispiel. Das ist halt sowas, was wir im Moment ganz häufig haben. Und deswegen, und die haben gefühlt, die Kinderzimmer sind
zum Zerbersten gefüllt mit Spielzeug und trotzdem kommen die Kinder und wollen immer noch mal neues Spielzeug haben. Das ist ja ein Ausdruck von Langeweile. Das heißt, da geht es eher um Unterhaltung, da geht es eher um, ja, um Austausch, um Integration, also um Integration beziehungsweise um Kommunikation mit anderen, um eingebettet sein, um den gemeinsamen Austausch miteinander. Es geht ja nie um das Spielzeug selber. Und ich bitte dich, das ist tatsächlich Punkt 9, da wirklich intensiv auf die Reise zu gehen und zu gucken, was genau ist eigentlich das Bedürfnis, was gerade eine Rolle spielt. Warum? Weil es euch langfristig die viel größere Befriedigung geben wird und viel mehr Frieden und Ruhe einkehrt in der Familie, als wenn du permanent damit beschäftigt bist, Oberflächlichkeiten zu bedienen. Weil dann bist du tatsächlich auch zu Hause in diesem Dienen-Ding. Und das bedeutet vor allem, dass du keine Zeit für dein Business haben wirst. Warum? Weil du permanent eingespannt bist für die Oberflächlichkeiten der anderen. Und das ist auch was, was du in der Familie, gelinde gesagt, einfach unterbinden solltest, weil es einfach eine riesengroße Zeitverschwendung und auch vor allem eine riesengroße Kraftverschwendung ist. Und gelinde gesagt, passiert das vor allem innerhalb der Familien. Und dann ist natürlich Mama der erste Adressat. Warum? Weil Mama immer der Adressat ist. Also, und die Frage ist, inwiefern lässt du dich dafür einspannen und inwiefern gehst du für tatsächliche Bedürfnisbefriedigung und unter Umständen auch für Eigenverantwortung, ja, also auch für Eigenverantwortung der Kinder. Kleine Side Note, ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht mehr deine Aufgabe ist, wenn dein Kind älter ist als 3, für deren Entertainment zu sorgen. Es ist nicht dein Job. Fertig. Das Kind muss Langeweile alleine lernen zu regeln. Warum? Weil es halt ein Bedürfnis ist. Also ein Bedürfnis nach Unterhaltung, nach Zugehörigkeit, nach Interaktion. Das ist, sind Bedürfnisse, die sie selber regeln müssen. Okay? Und es kann nicht sein, dass du dafür verantwortlich bist, dafür zu sorgen, dass es nicht langweilig ist zu Hause. Weil du bist ja nicht, also du bist ja nicht RTL 2 für alle. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay? Also, und Punkt 10 abschließend, etabliere schlaue Routinen für dich. Das ist was, was ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung ganz lange nicht so gut gemacht habe. Und der Punkt ist einfach, warum Routine? Also Routine ist, weil wir dann einfach nicht mehr darüber nachdenken, dass wir das machen. Was aber sinnvoll ist, also was meine ich damit? Selfcare, Sport, gute Ernährung, genug Schlaf, ne? Das, sowas meine ich damit. Also Grundbedürfnisse auch. Aber du brauchst halt diese Routinen für dich, weil du ohne diese Grundroutine sozusagen überhaupt nicht leistungsfähig bist. Du bist einfach nicht gut on fleek mit den Themen, die du machen willst. Und was es auch macht, ist, wenn wir diese Phasen haben und das auch aus absoluter Erfahrung heraus gesprochen, wenn wir diese Phasen haben, wo wir einfach gefühlte 3 Monate am Stück alle krank sind, weil es reihum geht, dann helfen dir diese Routinen A, schnell wieder selber zu Kräften zu kommen und B, wieder schnell zurück on track zu kommen. Das heißt, wenn du auch für dein Business Routinen hast, wie zum Beispiel bei uns, ne, es gibt jeden Dienstag und Donnerstag ein neues YouTube-Video. Es gibt in den Wochen, in den Tagen dazwischen gibt es jeweils neue Reels in den Social-Media-Accounts. Wir veröffentlichen alle 2 Wochen, 2-mal die Woche einen neuen Podcast. Das sind alles Punkte, die natürlich eine Rolle spielen und die dir aber helfen, in der Routine sozusagen schnell wieder aufzusteigen und wieder in das, in den normalen Flow zu kommen, den du dir vorher überlegt hast. Dafür sind Routinen extrem, extrem wertvoll. Also sehr auf dem Weg selber und auch um einfach diese Orientierung und den Standard sozusagen zu definieren, auf den es hin soll. Was mich abschließend zu den Worten bringt, und das ist halt was, was ich dir gerne mitgebe, wenn es um diese Tipps geht. Das sind alles eher aus der Metaebene gesprochen, das weiß ich auch. Und es ist auch Absicht, weil der Punkt ist, wir überschätzen latent, was wir innerhalb eines Tages schaffen können und wir unterschätzen immer, was wir innerhalb eines Jahres schaffen können. Und dafür ist es extrem wertvoll, einfach die, ja, die Perspektive zu wechseln und sich das in der Vogelperspektive mal selber anzugucken, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag und hat das eigentlich Hand und Fuß und hat das irgendwie Sinn und Verstand. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke, dann wirst du informiert, wenn ein neues Video kommt. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Also bis dann, ciao!